Stellt euch vor, der Top-Kommentar unter eurem letzten Video lautet wie folgt. Imagine, die einzige Privatsphäre, die du im Leben hattest, war im Sack deines Vaters. Und wenn das dann auch noch Anklang findet, dann sollte man sich definitiv Gedanken machen. Nun ja, die Rede ist hierbei heute von Chibo, aka Cheng Löw und Sabibo. Und richtig gehört, das ist der Cheng, die alte OG-Legende von der Longboard-Tour. Aber es war Spaß! Spaß, Simon! Ich hab sehr, sehr stark geschmerzt. Und nein, tatsächlich war Cheng nie wirklich von der Bildfläche verschwunden, wie das einige dachten. Denn er hat auf YouTube fleißig weiter durchgezogen und lebt mit seiner Frau und seinen mittlerweile zwei Kindern in Indonesien. Und als ich mir dann ein Video von Dena anschaute, wie er Cheng besuchte, dachte ich mir auch so, Alter, Cheng, der hat's wirklich geschafft. Junge, der hat ein geiles Haus, der hat einen privaten Koch, was will man mehr? Und gleichzeitig dachte ich mir auch, dass es Cheng demnach auch absolut nicht nötig hätte, seine Kinder in gefühlt jedes Video mit reinzuziehen für Klicks. Doch was mir auf dem gemeinsamen Kanal Chibo, also der Kanal von Cheng und von Sabibo, aufgefallen ist, das ist wirklich mies. Besonders ihr Video bzw. Thumbnail ist gottlos ohne Ende, dazu kommen wir aber später. Aber stellt euch jetzt einfach mal vor, ihr fandet damals schon die Harrisons zu krass mit der ganzen Vermarktung rund um ihre Familie. Dann ist halt das, was die beiden auf dem Kanal Chibo machen, nochmal um einiges absurder und das zieht sich tatsächlich schon seit Ewigkeiten durch, was ich noch gar nicht wusste. Beginnen wir nun mit der Schwangerschaft Nummer 1. Die Rede ist hierbei von Mila, der Erstgeborenen. Schon bevor die Kleine geboren wurde, kamen unzählige Videos über sie online und das Ganze waren auch nur gut und gerne 25 Videos und das allein vor der Geburt. OMG, wir sind schwanger. Schwangerschaftsupdate. Reaktion auf Schwangerschaft. Kein Kinderzimmer für Baby. Narben and Baby Update. Welche Sprachen für Baby Chibo? Wir spüren das Baby. Geschlecht erkannt. Hochzeit vor der Geburt. Boy or Girl Gender Reveal. Erstes Spielzeug für Baby. Schwangerschafts-Update. Baby Howl. Fehlt am besten nur noch, dass sie zeigen, wo das Kind gezeugt wurde. Wo wurde das Baby gezeugt? Das Kind ist auf jeden Fall bei uns zu Hause entstanden, in dem Haus von meinen Eltern, im Kinderzimmer. Danke für die wichtige Information, das wollte wirklich jeder wissen. Kinderwagen, welche Farbe? Alleingeburt unter Mondschein? Wir heiraten noch vor der Geburt. Neues Babybett. Sabibo bekommt ihren Traumwagen. Kliniktasche packen für Geburt. Babybauch-Shooting. Schmerzfreie Geburt. Einführen. Pumpen. Dehnen. Das klingt falsch. Sollen wir unser Baby zeigen? Und bei dem Video wurde ich dann tatsächlich hellhörig, denn wenn man weiß, dass das Kind bzw. mittlerweile die Kinder in sämtlichen Inhalten veröffentlicht werden, dann scheinen die ja die Gefahren nicht wirklich beachtet zu haben. Doch lustigerweise juckt das scheinbar Cheng und Sabibo nicht, denn sie wussten sehr wohl über die ganzen Konsequenzen, die es mit sich ziehen könnte, aber sie scheißen halt einfach drauf. Was ist der Hauptgrund, weswegen Leute sagen, man sollte keine Kinder in irgendeiner Form im Internet präsentieren? Ja, weil es zu viele Psychopathen gibt, die das Material quasi, dieses Foto von einem Kind missbrauchen könnten, indem sie sich da einen runterholen oder keine Ahnung, also die ganzen pädophilen Spastis da draußen. Genau, solche kranken Leute könnten sich diese Bilder angucken und falls dann da irgendwelche komischen Gefühle aufkommen, könnten sie halt auch mehr als jetzt nur, sagen wir mal, wenn die zu Hause sitzen und ihr Ding machen, gut, ist immer noch auf Distanz, ist irgendwo moralisch nicht vertretbar so, aber die machen so ihr Ding. Aber was halt dann Next Step wäre, ist, dass sie, keine Ahnung, am Kindergarten auflauern. Eine andere Sache, ein negativer Aspekt wäre auf jeden Fall, dass man das ja für dieses Kind entscheidet. Dass man vielleicht eines Tages das Kind zu dir kommen kann und sagen kann, du Mama, Papa, warum habt ihr diese Fotos von mir veröffentlicht? Finde ich nicht so cool. Habt ihr nicht mit mir abgesprochen? Okay. Also die beiden, die haben schon über die ganzen Gefahren gesprochen und man könnte jetzt meinen, aufgrund der ganzen Szenarien, dass es sie abschreckt, eben das Kind zu zeigen. Aber nee, das genaue Gegenteil ist eingetroffen. Mila, also deren erstes Kind, hat übrigens einen Instagram-Kanal. Sie ist in unzähligen Postings zu sehen und wenige Tage, nachdem sie über die Gefahren gesprochen haben, wurde Mila überall auf YouTube gezeigt. Ich meine, am Ende des Tages ist es die Entscheidung der Eltern, wie sie damit umgehen. Allerdings ist das schon sass, wenn man wenige Tage zuvor ein Video aufnimmt, was für Konsequenzen das haben kann. Und kurz darauf zeigt man das Baby in gefühlt jedem Video in aller Öffentlichkeit. Und mit diesem Baby wurde dann auch unfassbar viel Content produziert. Ich meine, bringt ja auch gute Klicks. Machen wir uns nichts vor. Aber die Fülle, wo man das Kind entweder im Titel oder im Thumbnail sehen kann, das ist schon wirklich viel. Man kann ja darüber diskutieren, ob man in Bezug zu Familienthemen mal das Kind irgendwo mit zeigt. Aber das hier wirkt halt im Prinzip so, als wäre das Kind der Aufhänger für viele Klicks. Und genau das finde ich ziemlich
ziemlich bedenklich, zumal die ja schon zuvor über die ganzen Gefahren gesprochen haben. Nun ja, 3 Jahre sind vergangen und es hat sich nahezu gar nichts verändert. Man sah Mila aufwachsen und sie dokumentierten das Ganze in Videoform und alle möglichen Fragen rund um das Kind wurden halt beantwortet, sei es halt drum, wo sie zur Schule gehen könnte, wer wem ähnlicher sieht oder welche Informationen wir noch alles so brauchten. Ich habe grundsätzlich sehr empfindliche Nippel. Na gut, aber zwischendurch hatte man immerhin mal kurz das Gefühl gehabt, dass nicht nur noch Mila der Content ist. Das hatte den Grund, dass Cheng und Sabibo immer mal wieder zeigten, wie sie ihr Haus bauen, beziehungsweise wie sie dort Dinge einrichten. Aber dennoch kam dann trotzdem vermehrt wieder Content rund um Mila. Und bevor ich jetzt noch 100.000 Mal Mila sage, gehen wir nun über in das Jahr 2023. Und da kam die nächste Ankündigung, denn ihr zweites Kind ist nun endlich auf dem Weg. Und diesmal wurde natürlich auch Content-Maschine Nummer 2 gestartet, denn es entstanden allein schon vor der Geburt wieder folgende Videos. Wir sind wieder schwanger. Reaktionen auf Schwangerschaft. Mit Baby auf Weltreise. Wo wird das Baby geboren? Es wird ein Junge. Hausgeburt in der Villa? Schwanger durch den Dschungel. 20 Wochen schwanger. Man kann das Geschlecht sehen. Es ist ein Junge. Boy or Girl? Sabibo geht's schlecht. Erste Wehen. Kliniktasche packen für die Geburt. Hier wird das zweite Baby geboren. Mit 7 Tage altem Baby fliegen? Kurz vor der Geburt. Schwanger für 24 Stunden. Baby Mama Dance. Geburtsbericht von Baby Nummer 2. Alles entspannt, Leute. Das waren jetzt bloß 20 Videos, die vor der Geburt entstanden. Von daher alles easy peasy, das war beim ersten Kind noch viel, viel mehr. Doch welche Informationen liegen uns nun schon wieder beim Neugeborenen vor? Nun ja, es hat mit sage und schreibe 0 Jahren einen eigenen Instagram-Kanal und genau dieser Kanal wird ebenfalls wieder ausdrücklich von den Eltern betrieben. Mensch, dieses Verantwortungsbewusstsein ist wirklich immens stark. Und was mir besonders gefällt, das sind die letzten 4 Beiträge von Cheng. Da sieht man schon das Kind am 2. Tag nach der Geburt an der Brust seiner Mutter und nach 1 Woche wurde es dann fast komplett nackt veröffentlicht. Außerdem gibt es ja noch den Geburtsbericht und der hat es wirklich in sich, also jetzt nicht direkt inhaltlich, obwohl auch die Schwangerschaft nicht prickelnd gewesen sein soll. Das waren zumindest die Erzählungen in diesem Video. Aber man hat sich extra zu zweit auf dieses Bett gehockt, das Kind in der Mitte in den Hintergrund gelegt, damit man es auch sehen kann, um dann vermutlich entweder mehr Klicks zu bekommen oder irgendwie bessere Reaktionen zu haben. Und das Heftigste kommt jetzt noch, also schnallt euch unbedingt an. Die Top-Kommentare unter dem Video lauteten wie folgt. Thumbnail geisteskrank. Die einzige Privatsphäre, die du im Leben hattest, war im Sack deines Vaters. Muss sowas auf YouTube sein? Das Thumbnail geht halt echt nicht. Dieses Thumbnail, du hast sie ja nicht mehr alle. Das Thumbnail geht ja gar nicht. Das Thumbnail ist so bodenlos. Sorry, aber das gehört nicht ins Internet. Ich finde es ja schon ziemlich kritisch, dass ihr eure Kinder ins Internet stellt. Aber das toppt ja alles. Hoffentlich hagelt es ordentlich Kritik. So, und ich zeige euch jetzt, wie das aussieht. Nicht wundern, ich musste das wahrscheinlich jetzt noch ein Stück nachzensieren. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass das YouTube so nice findet, wenn man eine Frau in einer ganz komischen Position sieht. Aber die Kommentare, die beziehen sich auf dieses Bild hier. Das ist wirklich komplett geisteskrank, wenn ihr mich fragt. Also man kann ja gut und gerne über die Geburt sprechen. Alles tippitoppi. Aber was zum Teufel hat dieses Thumbnail mit diesem Inhalt oder dem Video zu tun? Also for real, die saßen in dem Video nur auf dem Bett und haben über die Geburt gesprochen. Die haben nichts eingeblendet. Und im Thumbnail sieht man einfach Sabibo, wie sie dieses Kind gebärt. Ich halte das alles nicht mehr aus. Also der Satz mit der einzigen Privatsphäre des Kindes noch vor der Geburt ist tatsächlich nicht mal so krass übertrieben. Das geht meines Erachtens nach wirklich zu weit und hat für mich auch absolut nichts im Internet verloren. Ich meine, man hat sich ja bewusst dazu entschieden, dieses Bild ins Thumbnail zu packen, obwohl das gar nichts mit dem Video an sich zu tun hat. Und keine Ahnung, ey, das kannst du dir wirklich nicht ausmalen. Aber gut, das ist momentan auf YouTube los. Ich persönlich finde, dass Cheng und Sabibo mit diesem Content, diesen Thumbnails und diesen Content machen rund um das Kind viel zu weit gehen. Wenn man vielleicht mal in Bezug zum Familiencontent ein Bild postet oder ein angenehmes Video postet, ey, okay, kann man vielleicht noch drüber hinwegblicken. Aber holy shit, hier wird ja gefühlt alles rund um das Kind gepostet, weil es wahrscheinlich Klicks bringt. Ich meine, die Kinder sind 0 und 3 oder 4 Jahre und haben einen eigenen Instagram-Kanal. Sehr, sehr weirde Nummer. Denen sei natürlich alles Glück der Welt für die Familie gewünscht. Aber bitte bedenkt auch an der Stelle, dass alles, was sie ins Internet stellt, im Internet bleibt und bewertet und beurteilt werden kann. Und dann könnte das Ganze nämlich auf die Kinder wieder zurückfallen. Und ob die so zufrieden mit solchen Bildern sind, weiß ich nicht. Es ist halt ohnehin schon kritisch, die Kinder mit für den eigenen Content mit einzubeziehen. Aber diese Masse an Videos und Inhalten, finde ich, ist schon wirklich zu viel. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr das so seht. Findet ihr, man kann schon die Kinder im Internet zeigen oder sagt ihr, nee, die haben da wirklich noch nichts verloren? Lasst es mich gerne wissen, dafür ist die Kommentarsektion da. Und bitte liked das Video wirklich. Ich habe sehr, sehr starke Schmerzen gehabt bei der ganzen Recherche und beim Bearbeiten des Videos. Ja, und damit wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und wie heißt das so schön? Stänkchen ans Wänkchen, euer Alpha Kevin und ciao, ciao.